Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi. Heute Störungsbeseitigung. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 5-11 Tactical, NextTorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folio. Heute haben wir das leidige Thema Störung. Die kommen leider Gottes immer wieder vor. Hatten wir heute auch schon das ein oder andere Mal, beziehungsweise in der Serie das ein oder andere Mal. Ihr seht ja nicht alles am selben Tag, aber wir haben natürlich uns zusammengetan und hier uns ein paar Tage im Schießstand eingeschlossen. Störung bei der AR-15-Plattform. Da gibt es ein paar und die behandeln wir heute. Das ist richtig, ja. Erzähl. Die Basisstörung, die wir abarbeiten, ist die Störung 1, 2, 3, 4. So nenne ich sie halt. Störung 1 ist, wir schießen, die Waffe funktioniert nicht, Waffe ist, der Verschluss ist verschlossen, verriegelt. Also es sieht alles gut aus, es macht Klick. Genau, wenn wir spüren, ist schön, wenn wir es nicht spüren, der Indexpoint in diesem Falle ist, der Verschluss ist verriegelt. Das heißt, wenn wir den Klick wirklich hören und spüren, sichern, Tab Rack, so wie wir es immer gemacht haben. Wenn wir jetzt im Feuerkampf sind oder im Wettkampfstress, dann ist das so, dass wir nicht immer das Klick mitbekommen. Dann wird gesichert, wenn es geht. Komme ich gleich nochmal drauf zu. Wir stellen fest, die Waffe ist verriegelt. Dann machen wir das gleiche, Tab Rack. Die Störung 2, bei mir jedenfalls, ist Double Feed. Das heißt, die Störung 1 ist ein Immediate Action Drill, eine sofortige Reaktion. Sichern, Tab Rack und wieder in den Wettkampf. Die Störung 2 ist die Störung, wo wir am längsten für brauchen. Ja, das ist eine erweiterte Störungsbeseitigung. Das heißt, wir haben ein Double Feed, zwei Patronen sind in Zuführung, wie auch immer das aussieht. Wir sichern, identifizieren das, stellen fest, da ist ein Bowling drin. Dann wird das beseitigt. Im Grunde genommen wird erst entladen, dann eine Funktion überprüft, den Verschlussgang. Dann wird fertig geladen und weitergeschossen. Störung 3 bei mir ist die Stovepipe. Muss ich unbedingt dazu sagen, das ist sicherheitsrelevant, gerade für die Soldaten, die mit dem G36 groß geworden sind. Das heißt, wir stellen fest, da ist eine Hülse, die müssen wir irgendwie rauskriegen. Wir arretieren den Verschluss, schmeißen sie raus, kippen aus und können gleich weiterschießen. Und die Störung 4 ist bei AR recht leicht zu beseitigen, ist ein nicht verriegelter Verschluss. Wir schließen den Verschluss, laden durch und können gleich weiterarbeiten. Gut. Und dann hänge ich noch einen oben drauf. Haben wir vorhin drüber gesprochen? Machen wir auch noch, aber das wirklich als Bonus. Willst du erst die 4 und dann über genau. Die andere? Ja. Weil die 4 Störungen, die können wir genauso mit der Pistole abarbeiten, mit fast allen Waffen. Das sind die Basis. Deswegen sagte ich die Basisstörung. 1, 2, 3, 4. Das Besondere bei allen AR-Systemen ist halt, wenn wir uns das mal anschauen, der Verschluss ist nicht ganz vorne, aber wenn wir jetzt gehört haben, der Hammer löst trotzdem aus, obwohl nicht verriegelt ist. Es wird kein Schuss brechen. Aber die Besonderheit bei allen ARs ist halt, der Hammer ist freigegeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Störung 4 nur schließe, ist der Hammer in vorderer Position, kann ich also nicht schießen. Heißt in diesem Falle, ich muss durchladen. Für die Soldaten, die jetzt zum Beispiel die Stovepipe abgearbeitet haben im Ofenrohr, da gehe ich mit einem 36er hin, identifiziere das, schmeiße schnell weg. Wenn wir jetzt feststellen, dass der Hammer schon angeschlagen ist und ich schmeiße die Hülse dynamisch raus und mein Zündhütchen ist sehr weich, dann kann Schuss brechen. Das heißt, das ist absolut sicherheitsrelevant für alle Soldaten, die das so gelernt haben, was für ein 36er absolut top ist. Das ist für uns, wenn es ganz schlecht läuft, läuft eine unbeabsichtigte Schussabgabe. Mhm. Na, da müssen wir aufpassen. Ich werde jetzt aber, wenn wir jetzt trainieren, speziell darauf eingehen. Auch hier muss ich leider sagen, alles, was ich euch sage, ist richtig, aber neben meinem richtig gibt es auch noch anderes richtig. Na, es gibt verschiedene Wege, dorthin zu kommen, es gibt umständliche, aber wir müssen immer noch im Hinterkopf behalten, Sicherheit. Und gerade bei der Störung 3 aufpassen. Bei der Störung 4, wie gesagt, schließen, durchladen. Wenn wir nicht abgekrümmt haben, ich stelle also beim Schießen fest, ich habe aufgehört, check nochmal, ist nicht verriegelt, dann kann ich selbstverständlich schließen und gleich weiterschießen, weil der Hammer ja noch nicht ausgelöst hat. Ich sagte aber, Masse meines Trainings ist ja Behördentraining und da gehen wir einfach immer auf Nummer sicher. Wir wissen nicht, in welchem Zustand sie ist. Das heißt, schließen, durchladen, weiter. Kann sein, dass es ein unnötiger Patronenauswurf ist, aber da geht einfach Sicherheit vor. Check. So verstanden? Ja. Okay, machen wir wie immer. Ich werde einmal das vormachen.
Ich werde die Störung einbauen, das müsst ihr auch können. Es ist natürlich unheimlich hilfreich, wenn ich ein bisschen was, ein bisschen Verständnis habe für die Waffentechnik. Ich werde also jetzt das einmal erklären. Ich baue sie ein, ihr schaut euch das an, dann beseitige ich sie und dann kommt ihr dran und werdet es auch dann so entsprechend durchführen. Okay. Fragen? Nein. Gut. So, wie immer gehen wir davon aus, wir laden die Waffe fertig. So, vorbereiten. Ich nehme das Magazin raus, schmeiß kurz aus. Jetzt ist der Patronenlager frei. Stand by. Hep, ich krümm ab. Sichern, tap, rack und treffen. Vorbereiten. Stand by. Hep, tap, rack. Vorbereiten. Stand by. Hep. Tap, rack. Also, verstanden. Ich sag mal, da ist gar nichts bei. Das Einzige, was ihr vielleicht ein bisschen Konzentration für verbraten müsst, ist das Vorbereiten. Ne? Nicht das Magazin. Behaltet das einfach in der Hand, kurz Patrone rausfeudeln und das ist eigentlich schon alles. Kriegt ihr hin, oder? Ja. Gut, denke ich auch, ist ganz normal der Standard. Auf die Position. Fertig laden. Rechts. Sehr gut. Links. Vorbereiten. In der Hand behalten. Durchladen, rausladen. Raus, raus, raus. Der Schuss ist vorne. Jetzt, ja. Gut. Magazin rein. So, wir sind mitten im Wettkampf. Stand by. In Anschlag gehen. Zielen, zielen, zielen. Höp. Abkrümmen. Sichern. Tap. Rack. Treffen. Vorbereiten. Kannst du das Leben ein bisschen leichter machen. Du greifst immer hier oben rüber. Nimm noch den kurzen Weg. Kommst viel leichter ran. Nee. Probieren wir einfach aus. Ja. Stand by. Aufs Ziel. Finger in Abzug. Höp. Sichern. Tap. Rack. Treffen. Okay. Das reicht mir schon. Übungsende. Entladen, Sicherheit herstellen. Sehr gut. Ja, mit der Handhabung wird ja immer besser. Okay. Wollen wir mal sehen, wie tief das ist. Mit dem Magazin fertig laden. Ich habe da ein paar Dummies eingebaut. Ich kommandiere die Zahl. 3, 2, 1, wie auch immer. Stumpf abarbeiten und die Störung beseitigen. Fertig laden. Rechts, links, stand by, wieder aufs Ziel, 1, 3, sichern, sichern, treff, treff, treff. Sichern. Leer. Gut. Entladen, Sicherheit herstellen. Check 1, Check 2 und auf. Martin, was ist dir aufgefallen? Ich habe schon wieder diese verdammte schwere Waffe. Na, du merkst das immer mehr. Ja. Ne? Wenn wir in Stress sind, wenn langsam die Muskeln alarmen. Ja. Jetzt sind wir schon ein paar Tage oder ein paar Stunden hier auf dem Stand. Ne? Versuch hinzukriegen, immer die leichte Waffe. Ja. Ne? Das sind die Reserven, die wir vielleicht mal im Wettkampf brauchen oder wenn wir woanders sind. Ja. Das sind die Reserven, müssen wir uns aufbauen, immer wieder. Ne? Und ansonsten, was war dein Hauptfehler?
Sicherung tatsächlich. Genau, ne? Wenn wir nicht auf dem Ziel sind, wir haben ja über die Sicherheitsregeln 1, 2, 3, 4 gesprochen, wenn wir nicht auf dem Ziel sind, ist die Waffe gesichert. Bei einer Pistole nehmen wir nur den Finger vom Abzug, beim Sturmgewehr oder beim Halbautomaten sichern wir die Waffe zusätzlich. Ne? Okay? Check. Gut. Fragen dazu? Nein. Gut. Störung 2. Wir laden die Waffe so wie immer ganz normal. Jetzt bauen wir die ein. Und zwar oberste Patrone rausfeudeln, die nächste aus dem Magazin und dann soll das so aussehen. Das ist ein schönes Double Feed. Okay? Standby. Hep, abkrümmen, sichern. So, es gab keinen Klick, es gab gar nichts. Das heißt, ich muss jetzt einmal schauen. Jetzt habe ich identifiziert ein Double Feed. Ich könnte auch identifizieren eine Hülse, die rausschaut. Ich könnte auch identifizieren, dass der Verschluss nicht zu ist. Double Feed ist die Störung, abgesehen vom Boot Override, die am schwersten und am längsten zu beseitigen ist. Mit Gewalt Magazin raus, dann kräftig nach hinten auskippen, dabei den Verschluss hinten lassen beim Auskippen. Checken, ihr müsst nicht ins Patronenlager schauen, sondern nur in die Verschlussbahn. Ist nichts drin, loslassen, 1, 2, 3, fertig laden. Und treffen. Okay? Gut. Das Ding ist ein Double Feed. Ihr habt gesehen, das ging jetzt alles ganz glatt weg. Aber das sieht nicht immer so aus. Wenn wir jetzt mal festsitzende Patronen haben, dann sieht das ein bisschen anders aus. Standby. Hep, abkrümmen, identifizieren, mit Gewalt raus, auskippen und es passiert nichts. Dann Verschluss arretieren, mit den Fingern dort rein, mit Gewalt. 1, 2, 3, fertig laden und treffen. Okay, also beide Varianten. Wenn es gut läuft, Verschluss hinten lassen, auskippen, sie fallen raus, ist gut. Das sind jetzt zivile Hülsen. Zivile Hülsen sind sehr, sehr häufig weicher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die mal hängen, ist viel höher als bei harten Messinghülsen. Die fallen fast immer raus. Aber hier viel, viel leichter möglich. Und man sieht manchmal auch, dass sie so ein bisschen eingedellt sind. Unwichtig, es funktioniert, funktioniert nicht. Variante 1, Variante 2. Fragen? Nein. Okay. Aufstellung? Fertig laden. Rechts. Links. Okay. Vorbereiten. Ich erzähl's nochmal. So, Verschluss nach hinten. Oberste Patrone einfach auswerfen. Jetzt Mündung bleibt oben. Ganz vorsichtig eine Patrone aus dem Magazin. Und danach gleich nach hinten, um die zweite zu führen. Schau mal an, was ihr gemacht habt. Ja, es sieht nicht schick aus, aber ist trotzdem richtig. Gut. Okay, ersten Durchgang spreche ich alles an. Standby, aufs Ziel, entsichert Finger in Abzug. Hep, abkrümmen, nichts passiert. Sichern, identifizieren. So, ihr habt einen Double Feed identifiziert. Kniekehle. Nach hinten, nein, 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 ich spreche alles an. Einmal kräftig nach hinten ziehen, mit Gewalt nach hinten. Nach rechts die Waffe auskippen. Das ist nach rechts die Waffe auskippen. Zurück, reinschauen. Nur in den Verschluss, in die Verschlussbahn schauen. Wir sehen kein Messing. Loslassen. So, sollte jetzt eine Patrone im Patronenlager sein, kann die Auszieherkralle greifen. Dreimal kräftig durchladen. Fertig laden. Und treffen. Treff. Gut. Gut. Nochmal. Auf.
Double Feed einbauen. Oberste Patrone raus. Auswerfen. Mündung bleibt oben. Ganz raus, dass sie aus dem Magazin komplett raus. Ein bisschen weiter vor. So, jetzt nach hinten. Gut, das ist ein schönes Double Feed. So, gut gemacht. Traut euch das selbstständig zu. Fehlerfrei. Bei mir im Training gibt es die Regel. Wer jetzt Ja sagt und einen Fehler macht, muss natürlich Kuchen zahlen. Kuchen? Na klar. Die haben keinen Kuchen hier, also Torte. Ja. Eine Torte. Marzipan-Torte. Okay. Nee. So, das sind meine Regeln. Wer mich kennt, weiß das. Also soll ich nochmal ansprechen? Ja. Okay. Standby. Aufs Ziel, entsichert, Finger in Abzug. Hep, abkrümmen. Nichts passiert. Sichern. Identifizieren. Double Feed ist identifiziert. Kniekehle. Verschluss mit Gewalt nach hinten und hinten halten. Auskippen. Nein, der Verschluss bleibt hinten. Auskippen. Checken. Loslassen. Dreimal durchladen. Fertig laden. Und treffen. Gut. Auf. Kleiner Fehler. Wenn du das jetzt so machst und die hängen und du lässt den Verschluss nach vorne, dann machst du aus einem leichten Double Feed gleich einen Atom-Double Feed. Das heißt, du haust die noch mehr, okay, noch weiter rein. Und dann kann das irgendwann mal sein, irgendwann könnte es sein, wenn die, die Hülsen weich sind, dass ihr die mal so reinhaut, dass ihr dann mit dem Hilfsmittel nur noch, ja, arbeiten könnt. Ne? Also da ein bisschen aufpassen. Mit Gewalt nach hinten. Auskippen, checken, loslassen. 1, 2, 3, fertig laden und weiterschießen. Okay. Also ist eigentlich kein großes Ding. Okay. Ja? Gut. Jetzt fehlerfrei, ohne Ansage. Ihr könnt euch ja Zeit lassen. Gehirn anschmeißen, nachdenken, was ist der nächste Schritt. Und dann einfach stumpf abarbeiten. Okay, Magazinwechsel, frisches Magazin nehmen. Na. Magazin rein. Erstens Arbeitshöhe, zweitens erst das andere Magazin. Das ist noch eins. Danke. Vorbereiten. Mal sehen. Bin ich schon ganz drin. Macht nichts. Von der Handhabung genau das gleiche. Sehr schön. Standby. Selbstständig, langsam, koordiniert. Nicht schneller, als ihr könnt. Okay. Entladen, sichert herstellen. Noch was zum Double Feed. Wie entsteht eigentlich ein Double Feed? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist eine sogenannte Überfunktion. Also wenn man mit einem Schalldämpfer schießt und man hat ein Magazin und die Federn sind alarmt, dann kann es passieren, dass mal eine rausfliegt, die wird dann ausgeworfen, fällt raus, ist in der Verschlussbahn, zack, habe ich ein Double Feed. Das zweite, wenn wir weiche Magazine haben, weiche Kunststoffmagazine und wir schießen, wenn es sehr, sehr warm ist draußen, dann kann das sein, dass die Lippen weiter auseinander gehen, wieder Double Feed. Es ist möglich, dass die Lippe eingerissen ist. Dann kann wieder eine Patrone rausrutschen. Ich schieße, einmal ist alles gut. Beim nächsten Schuss werde die nächste Patrone zuführen. Das ist eine Möglichkeit und das sind also die Hauptmöglichkeiten. Wir haben jetzt ja gerade bei diesem Drill ja immer eine Kniekehle genommen und das gleiche Magazin. Na, das machen wir eigentlich nur, damit wir schön intensiv trainieren können und nicht ständig Magazine irgendwo aufheben. Im Einsatz kann das so richtig sein, weil ich vielleicht auch in eine Deckung gehen will, muss, weil das halt lange dauert. Aber es kann auch sein, dass es falsch ist, weil das Magazin kaputt ist. Da ist es dann oftmals sicherer, dass man ein zweites Magazin nimmt. Für die Drillausbildung ist es halt oftmals so, dass wir so viel Zeit verlieren, dass wir keine vernünftige Wiederholungszahl bekommen. Aber es ist halt wichtig, dass wir es einmal ansprechen. Ja, es ist richtig in der Kniekehle, aber es kann auch schlecht sein, nämlich in der Phase, wo das Magazin kaputt ist.
Kunststoffmagazine und hohe Temperatur ist immer eine Gefahr. Wenn wir jetzt wirklich heiß sind. In Afghanistan hatte ich mal auf den Wadi, im Wadi selber gemessene 65 Grad. Na, da sind Kunststoffmagazine natürlich sehr fragwürdig. Ne? Da nutzen wir eigentlich mit Masse, wenn es geht, immer Metallmagazine. Da haben sie durchaus einen Vorteil. Aber Metallmagazine sind auch nicht so toll immer. Wenn wir ein Stahlmagazin haben, zum Beispiel Heckler & Koch, die sind halt sehr, sehr stabil und sehr schwer. Da habe ich das noch nie gehabt. Wenn ich jetzt aber so ein ganz dünnes Alublech habe, unsere alten AR-Magazine, da hat man das öfter mal, dass die Lippe so ein bisschen aufgebogen ist. Und dann kann auch eine Patrone, muss nicht durchrutschen, aber kann durchrutschen. Das ist oftmals wieder Double Feed oder was immer dann passieren kann, aber mit Masse Double Feed. Ist das so verstanden? Ja. Gut. Gehen wir an die nächste. Störung 1 war das, Tap Rack. Störung 2 war Double Feed, also das, was am schnellsten, immediate Action Drill, sofortige Reaktion. Die Störung 2, die am meisten Zeit beansprucht. Und jetzt kommen wir zu diesen anderen Störungen, die auch möglich sind. Das ist Stovepipe. Stovepipe habe ich sehr, sehr häufig, wenn ich zum Beispiel unter einem Fahrzeug durchschießen muss oder unter einer tiefen Deckung. Die Hülse wird ausgeworfen, aber kann nicht frei rausfliegen. Fällt wieder zurück. Manchmal auch bei einer Überfunktion hat man das. Was ist wichtig? Ihr erinnert euch vielleicht noch bei der Einleitung. Denkt dran, wenn ihr im Schießrhythmus seid, dass eventuell der Hammer ausgelöst ist. Und dann nochmal die Gefahr, das sind ja zivile Patronen, dass es ein weiches Zündhütchen sein kann und dass dieser Schlag, dieser Impuls ausreicht, um die nächste Patrone zu zünden. Das so im Hinterkopf behalten. Okay? Gut. So, wenn wir jetzt über Stovepipe sprechen, zeige ich euch erstmal nicht die Trainings-Stovepipe, sondern die scharfe Stovepipe. So, schaut noch mit zu. Wir haben die Hülse, die befindet sich im Patronenlager, wird ausgezogen. Danach kann das so aussehen. Das heißt, die Hülse ist vielleicht vor dem Verschlusskopf, aber die nächste Patrone ist in Zuführung. Die Ausziehkralle kann schon eingegriffen haben, muss aber nicht. So, wenn wir jetzt mal hören. Ihr habt es gerade gehört, jetzt hat es gerade Klick gemacht, aber nicht so richtig laut, weil der Hammer natürlich nur ganz klein wenig sich bewegt hat. Aber er ist ausgelöst. So, wenn wir jetzt arbeiten, geht es jetzt darum, die Hülse rauszukriegen. Wir haben eine Patrone, die vielleicht in Zuführung ist. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der lange Weg ist, ich entlade komplett. Wie Double Feed. Das ist richtig, dauert aber lange. Und der kurze Weg ist, ich muss sicher die Hülse entfernen. Dann die Patrone, die in Zuführung ist, die kurz auskippen. Dann lade ich fertig und kann gleich weiterschießen. Das ist der schnelle Weg. Wir werden jetzt nur den schnellen Weg behalten im Hinterkopf, egal welche Störung wir haben. Im Zweifelsfall dauert zwar am längsten Störung 2. Aber im Prinzip ist das einfach. Ich arretiere den Verschluss hinten. Wenn der Verschluss hinten arretiert ist, schmeiße ich die Hülse raus, kippe aus und kann sofort weiterschießen. Okay, so verstanden in der Theorie erstmal. Gut, schauen wir uns scharf an. Standby. Hep, abkrümmen, nichts passiert. Identifizieren, Verschluss zurück, auskippen, schließen, treffen. Einfach eigentlich. Hinten den Verschluss arretieren, ich brauche das Magazin gar nicht rausnehmen, kurz auskippen, schließen und dann bin ich gleich wieder im Feuerkampf, im Wettkampf. Fragen? Nein. Gut. Wenn, ich versuche die jetzt mal noch fester reinzukriegen, aber nicht mit dem Magazin. So, mit ein bisschen Glück kriege ich die jetzt so fest rein, dass sie nicht raus. Ja, guck mal hier den Unterschied. Jetzt ist sie da eingeklemmt. Das sieht ganz anders aus als eben. Kann sein, dass es jetzt hinhaut, kann sein, dass es nicht gleich hinhaut. Nochmal, wenn es nicht gleich hinhaut, einmal probieren und dann gleich in die Störung 2. Dauert lange, aber dann ist es halt sicher. So, ich hoffe, dass es jetzt hängen bleibt. Ansonsten ist es halt, wie es ist. Standby. Hep, abkrümmen, nichts passiert. Identifizieren. Verschluss hinten verriegeln. Auskippen. Schließen. Treffen.
Gut. Hat nicht geklappt. Aber wenn sie mal festhängt, nicht lange rumfuchteln, dran ziehen, auskippen, fertig laden, weiterschießen. Kein großer Akt. Okay? Gut. Zum Training braucht ihr nicht den langen Weg gehen. Die Training-Stovepipe sieht so aus, weil die Handhabung ist die gleiche. Ihr nehmt den Verschluss ein Stück zurück, dann reinstecken, Hülse auf Hülse. Na, das reicht zum Training und wir können viel intensiver trainieren. Das ist die Training-Stovepipe. Aber wichtig ist, wenn ihr sowas macht, falls ihr das jemand anders zeigen wollt, zeigt ihn immer erst die richtige Stovepipe, bevor ihr an die Training-Stovepipe geht. Weil, jetzt könnte natürlich auch so ein super schlauer Schießbahnausbilder sagen, wieso, die kann ich doch ganz einfach beseitigen, ich brauche nur dran ziehen. Ja, natürlich. Aber in Wirklichkeit muss ja die Auszieherkralle gar nicht in der Rille sein. Verstanden? Mhm. Ja? Gut. Fertig laden. Ganz normal fertig laden. Links. Rechts. Eine Hülse nehmen. So, jetzt Verschluss nach hinten. Hinten halten. Hülse rein. Nach vorne schnellen lassen. Einmal sehen. Ja. Ja. Nochmal. Standby. Hep, abkrümmen. Nichts passiert. Verschuss gleich hinten arretieren. Rauswerfen. Wenn sie rausgeflogen ist, ist alles schön. Auskippen, schließen und dann gleich treffen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die entstanden ist, weil ich habe zwar einen Mechanismus, der meinen Verschluss auf der rechten Seite fängt, aber der wirft auch automatisch das Magazin aus. Bedeutet, ich muss jetzt den klassischen Weg gehen und auf der linken Seite dann arbeiten. Dann zeige ich das nochmal. Ja. Gut, Muscle down, beide. Ja. Standby. Hep, abkrümmen, nichts passiert. Identifizieren. AR-Griff. Auskippen, schließen, treffen. Check. Na? Dafür haben wir den AR-Griff. Den habt ihr immer im Petto. Deswegen ist das so wichtig. Auch wenn wir moderne Waffen haben, seht zu, dass ihr immer den AR-Griff trainiert. Das ist das. Ihr kriegt eine neue Version von AR oder eine andere, eine alte, was auch immer. Mit dem Griff könnt ihr alles abarbeiten. Okay. Gut. Klasse. War eine gute Frage. Standby. Aufs Ziel. Zielen, zielen, zielen. Ersten machen wir gemeinsam. Hep. Abkrümmen. Nichts passiert. Sichern. Identifizieren. Das ist eine Hülse. Verschluss hinten fangen. Auskippen. Schließen. Treffen. Gut. Nochmal. Bau mal eine richtige ein. Also Verschluss hinten fangen. Verschluss hinten fangen. Hülse reinstecken, Verschluss vorne vorschnellen lassen. Gut. Sehr gut. Nochmal. Standby, aufs Ziel, entsichert Finger in Abzug. Seid mitten im Wettkampf. Hep, abkrümmen, nichts passiert. Sichern, identifizieren, Verschluss hinten arretieren. So ist richtig. Aber die leichte Waffe. Hülse rausziehen, Hülse rausziehen, Hülse rausziehen. Dann fällt die zweite meistens mit raus. Auskippen, schließen und treffen. Okay, Muscle down. Kein großer Akt. Für einen normalen neuen Schützen, der kann das sofort. Den zeigt man das einmal richtig. Das Problem sehe ich immer bei denen, die bei der Bundeswehr ausgebildet wurden. Weil beim G36 ist das viel einfacher. Ich identifiziere die Hülse, schmeiße die Hülse bei der Pistole einfach raus und kann sofort weiterschießen. Nochmal, hier sicherheitsrelevant, hier kann ein Schuss brechen. Deswegen geht das nicht. Arretieren, rausziehen, rausschmeißen, auskippen, schließen, treffen. Verstanden? Ja. Okay, gut. Entladen, Sicherheit herstellen. So, letzte Basisstörung. Einmal zuschauen.
Was war noch die letzte Störung? Nicht verriegelter Verschluss. Oder out of battery. Gut. Für euch jetzt beim Training. Wir fangen an wieder ganz normal fertig geladen. Jetzt bereiten wir die Störung vor. Raus damit. Mündung runter. Erste Patrone einfach nur rausfallen lassen. So, was kann jetzt passieren? Manchmal passiert das, wenn ich jetzt abkrümmel, dass die Energie ausreicht, dass der Verschluss verriegelt. Wenn das passiert, was wäre dann meine Reaktion? Ich weiß jetzt, welche Störung ich eingebaut habe, aber jetzt in Wirklichkeit. Tap, rack, bang. Richtig, weil der Verschluss verriegelt ist. Und dann habt ihr die Störung auch beseitigt. Wenn jetzt der Verschluss hinten oder verriegelt ist, nicht verriegelt ist und der Hammer vorne, dann erschließen und dann durchladen. Das heißt, wenn mir das jetzt passiert, wir haben schon ein paar Schüsse gemacht und da ist Öl drin, dann bin ich ganz entspannt, dann mache ich Tap, rack. Sollte unverriegelt sein, dann schließe ich. Standby. Tap, abkrümmen, identifizieren. Schließen, durchladen und treffen. Okay, kein Akt. Was passiert, wenn ich das Durchladen vergesse? Gar nichts. Warum? Der Verschluss ist zu, der Hammer ist schon vorne. Ihr identifiziert, seht, der Verschluss ist zu, dann wäre der richtige schulmäßige Ablauf natürlich wieder Tap Rack, weil der Verschluss verschlossen ist. Das heißt, ihr braucht gar nicht so viel nachdenken. Immer, wenn die Waffe zu ist, Tap Rack. Wenn sie noch offen ist und ihr macht Tap Rack, was passiert dann? Dann könnte man eventuell ein Double Feed produzieren. Dann baut ihr euch zu 99% ein Double Feed. Und das ist die Störung, wo ihr am meisten Zeit für benötigt, um sie zu beseitigen. Das heißt, nutzt diese halbe Sekunde zum Identifizieren. Mehr braucht ihr ja nicht. Da guckt eine Hülse raus, ist nicht verriegelt, das ist ein Wuling, Double Feed, oder ist zu. Diese halbe Sekunde, oder von mir aus, lasst euch Zeit, eine Sekunde, wenn ihr die wirklich aktiv nutzt, die Waffe ist offen, schließen. Da ist eine Hülse, öffnen. Double Feed, Magazin raus. Wenn ihr daran geht, kann nichts passieren. Das ist nicht anspruchsvoll, meiner Meinung nach. Okay, soll ich nochmal zeigen? Denke. Oder? Willst du nochmal sehen? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Dann müssen nochmal. Okay, vorbereiten. Raus, Mündung runter. Verschluss nach vorne. Standby. App, abkrümmen, nichts passiert. Identifizieren, schließen, durchladen, treffen. Check. Okay. Zu den Targets. Fertigladen. Da ist nur noch eine drin. Das wäre ein bisschen wenig. Ich nehme das. Gut. Links. Rechts. Vorbereiten. Mündung runter. Nee, erst auswerfen, dann Mündung runter. Mündung runter. Patrone außen, Patronenlager raus. Schwerkraft wird die Patrone zuführen. Verschluss vorsichtig nach vorne. Sehr gut. Sehr gut. Standby. Aufs Ziel. Hep. Abkrümmen. Nichts passiert. Sichern, identifizieren und abarbeiten. Schließen. Durchladen, treffen. Komm, abarbeiten, abarbeiten. Komm, 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 komm. Komm, fertig laden. Treff, 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 treff. Weißt du, was dein zweiter Fehler war? Weißt du das? Ich habe einen Magazinauswurfknopf gedrückt. Und jetzt eben? Warum hat das eben nicht geklappt? Verschluss war vorne. Ja, aber warum hat es nicht funktioniert? Du hast nicht losgelassen. Du hast Verschluss nach hinten und nach vorne geführt. Das war der zweite. Gut, nochmal. Vorbereiten, fehlerfrei. Vorbereiten, auswerfen, Mündung runter. Aus dem Magazin ins Patronenlager rutschen lassen. Ja. Gut. Das war knapp vor dem Double Feed. Okay. Wir sehen eigentlich, das Einbauen der Störung ist komplizierter als das Beseitigen. Der Vorteil, wenn ihr einbaut, ist, ihr kriegt nebenbei immer Waffentechnik mit.
ohne dass wir extra Zeit oder so investieren müssen. Das kriegen wir nebenbei mit. Deswegen ist das so wichtig, dass der Schütze auch darauf vorbereitet wird. Okay, stand by. Höpp, abkrümmen. Sichern, identifizieren, abarbeiten. Genau, das passiert manchmal. Energie von Hammer hat jetzt ausgereicht, um zu verriegeln. Vorbereiten. Gut. Stand by. Auf Ziel, entsichert, Finger in Abzug und hopp. Sichern, identifizieren, abarbeiten. Okay, Muscle down. Was war gerade? Hast du irgendwas unnötig gemacht? Oder war alles gut? Unnötig? Also ich kann mich nicht erinnern. Du hast gerade verriegelt. Es war nicht verriegelt. Das heißt, es war eine Zuführung. Da brauchst du nur schließen und durchladen. Kein Tap? Nee, wozu? Ach so. Wir haben die Störung 4. Schließen, durchladen. Ja, check. Bei einer anderen Waffe brauchen wir nur schließen und können gleich schießen. Hier geht's halt nicht, war der Hammer. Das heißt, ist das schlimm? Ist das tragisch, was du gemacht hast? Nein. Nein. Ist das schulmäßig richtig? Auch nein. Das heißt, schulmäßig ist, schließen, durchladen, weiterschießen. Check. Und wenn geschlossen ist, immediate action drill. Genau. Dann kommt sofortige Reaktion, in diesem Falle Tap Rack. Das ist dir ja davor passiert. Ja. Das kann passieren, ist auch überhaupt nicht schlimm. Auch für die Ausbildung überhaupt nicht schlimm. Wenn jetzt einer eine völlig ausgelutschte ausgelutschtes Gewehr hat, AR, dann kann das sein, dass das jedes Mal passiert. Ich als Ausbilder bin dann auch entspannt, dann lasse ich ihn halt nicht abkrümmen, dann kann er wenigstens richtig trainieren. Weil das ist ja auch Murphy. Selbst wenn das jetzt hier beim Training nicht passiert, wenn du mal draußen bist im Wettkampf oder scharf draußen, dann passiert's. Ne? Wann kann dann die Störung 4 überhaupt entstehen? Verschmutzt. Das ist ganz häufig. Ne? Afghanistan haben wir oftmals gar nicht geölt. Wegen Sand und Öl, das ist immer schwierig für die Waffe. Ne? Nehmen wir Graphitpulver oder man lässt sie trocken. Und wenn sie einfach nicht genügend Energie hat, der Vorlauf, dann kann das mal sein, dass sie nicht verriegelt. Ne? Also sehr, sehr häufig verschmutzt, sehr trocken, dann kann man das haben. Das sind so die häufigsten Sachen, wo wir eine Störung 4 haben. Aber sie passiert. Oder halt selbst produziert beim Presscheck. Ne? Oder so, ja, auch das. Ne? Deswegen einmal identifizieren, diese eine Sekunde kurz investieren. Mhm. Wie sieht eine Waffe richtig aus? Sie ist verriegelt. Sie schießt nicht. Tap Rack. Einfach abarbeiten. Gut, entladen, Sie gerade herstellen. So, eine Sache haben wir noch, den Bonus. Wir haben jetzt gerade die 4 Basisstörungen abgearbeitet. Aber AR hat noch eine weitere Störung, die möglich ist. Im scharfen Schuss, wir haben ja Pistensysteme. Beim Pistensystem passiert das sehr selten. Aber wenn wir jetzt eine falsche Handhabung oder aus unkonventionellen Anschlägen arbeiten, dann können wir mal ein Bolt Override haben. Bolt, englischer Ausdruck für Verschluss. Override heißt da über. Das heißt, Verschluss geht nach hinten. Die Patrone, warum auch immer, befindet sich irgendwie in Zuführung. Verschluss geht vor und dann klemmt er ein. Wenn wir das gleich sehen, dann werden wir feststellen, wo klemmt die denn ein? Sie klemmt ein zwischen den Durchladehebel und der Führung und dem Verschluss. Und das heißt, es ist oftmals sehr, sehr schwierig, dann überhaupt damit zu arbeiten. Das kann sein, dass sie richtig fest ist und die Störung kann sehr leicht beseitigt werden. Es gibt verschiedene Methoden. Der eine Ausbilder favorisiert die. Ich favorisiere natürlich meine Methode, weil sie immer funktioniert. Die andere funktioniert halt nicht immer. Das war das hier mit dem Verschluss festhalten. Egal, ich zeige euch eine Methode, die immer funktioniert, auch wenn sie jetzt ein paar Sekunden länger dauert. Okay? Wir haben eine Patrone, die ausgeworfen wird und irgendwie dort reinkommt. In diesem Falle liegt sie jetzt, wenn ihr mal genau hinschaut, hier oben an. So, wenn wir das haben, wir kommen ab, nichts passiert. Jetzt stelle ich fest, da oben liegt eine. Jetzt kann ich auskippen, aber, jetzt müsst ihr mal ganz kurz schauen, die kann hier noch drin liegen. Alles ist möglich. Also halte den Verschluss. Oftmals langt das, wenn wir jetzt nach vorne greifen. Und deswegen heißt die Bolt Override. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, da ist die Patrone und ja, darüber ist der Verschluss. Das kann so passieren. Das kann auch anders aussehen. Ne? Es kann sein, dass die da verkeilt ist. Aber auf jeden Fall Override habt ihr erkannt. Ne? So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ne? Da passiert jetzt nicht viel. Richtig?
ein Stück weit kommst und dann geht's Schluss. Ja. Ja. Wenn wir jetzt das abarbeiten, versuchen wir einmal mit der Gravitation zu arbeiten. Das heißt, wir nehmen den Verschluss zurück. Wenn ich jetzt hier ziehe, zieht ja, das kann man hier ganz gut sehen, ziehe ich ja die Patrone mit nach hinten. Das heißt, sie werden nie rausfallen. Was ich jetzt erreichen will, ist, der Durchladehebel mit der Führung soll vorne bleiben und nur der Verschluss geht raus. So, das Einfachste ist einfach, wenn wir jetzt den Verschluss nach hinten ziehen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, na, jetzt ziehe ich ja mit dem Durchladehebel den Verschluss zurück. Wenn da die Patrone drin ist, ziehe ich jedes Mal die Patrone nach hinten, nach vorne, nach hinten. Das bringt so natürlich nichts. Wenn ich jetzt den hier festhalte, jetzt ist er ja vorne, der Durchladehebel, und ich habe den Verschluss. Und damit wird die Patrone rausgenommen. Auch wenn sie eingekeilt ist. Und dann lasse ich hier vorne gleiten. Zeige ich euch gleich nochmal. Aber so im Prinzip von der Waffentechnik verstanden? Ja. Weil das verstehen viele nicht. Aber das, es ist egal. Egal, ob sie eingekeilt ist, ob sie ganz nach oben gerutscht ist. Sehr, sehr häufig ist das bei falscher oder bei falscher Waffenhandhabung, dass man sich die selber da reinarbeitet. Man guckt hier rein, feuert die erste aus, dann rutscht die dahinter. Ja, und dann mache ich gar nichts. Mhm. Wenn ich nicht den Trick kenne oder die Technik, ist gar kein Trick. Die Technik. Einfach ein Werkzeug benutzen im Endeffekt. Irgendwas. Ja. Was nicht gut ist, habe ich leider auch schon gesehen. Ganz schlau, Messer nehmen, dann abrutschen und dann Tourniquet. Keine gute Reihenfolge. Ne? Habe ich schon gesehen. Und es gab auch einen natürlichen Schnitt. Ne? Also Messer ist jetzt nicht die erste Lösung. Nehmt, was ihr habt. Ich habe halt immer meinen Metallkugelschreiber dabei. Kurz rein und dann ist das abgearbeitet. Okay. So. So, jetzt seht ihr, so kann sie eingekeilt sein. Das ist möglich. Ah, schon eine zweite rausgerutscht, ist alles egal. Stand by. Hep, abkrümmen, nichts passiert, identifizieren. Jetzt sehe ich, eine Patrone ist vorne. Achtung, das seht ihr nicht immer. Ob wir jetzt erst ein Magazin rausnehmen, ist ein bisschen Geschmackssache. Ist also auch richtig. Magazin drin lassen, Magazin rausnehmen, alles ist richtig. Kurz nach hinten auskippen. 1, 2, 3, fertig laden und treffen. Okay? Check. Wichtig, was hängen bleiben soll. Egal, was dort ist, wo die Patrone oben in der Verschlussbahn ist, lass den Durchladehebel vorne, bringt den Verschluss zurück. Geht es auch schneller? Ja, es geht schneller, aber nicht für jede Störung. Mit jeder Art von Bolt Override. Sehr, sehr einfach zu beseitigen. Einfach Verschluss ein Stück zurück. Habt irgendwas in der Ausrüstung parat? Wie gesagt, ich habe immer meinen Kugelschreiber dabei. Der funktioniert immer. Kann man sogar mit schreiben. Aber auch die Störung beseitigen. Super. Okay. Fragen? Nein. Gut. Ich würde jetzt auch sagen, aufgrund dessen, dass die Störungsvorbereitung länger dauert als die Beseitigung, machen wir das jetzt nicht, weil du hast ja eigentlich ausführlich gezeigt. Und genau. Das ist ja, was man noch dazu sagen muss, ist ja eine seltene Störung tatsächlich. Ne? Es ist nicht nur eine seltene Störung. Die ist so einfach zu beseitigen. Wenn man das bisschen beherzigt, irgendetwas Verschluss zurück. Aber ihr könnt natürlich was kaputt machen, wenn ihr es anders macht. Ne? Ja. Ihr fangt dann da an, irgendwie auf den Boden rumzuschlagen, obwohl natürlich niemals die Störung so beseitigt wird. Wenn wir jetzt mal eine Hülse haben, die wirklich fest sitzt, ne, und ihr kriegt die Hülse nicht raus, indem ihr zieht, wenn das mal nicht geht, wisst ihr, was wir dann machen? Schulterstütze rein. Soll ich das nochmal zeigen? Mach mal. So, haben wir schon eine verbeulte Hülse hier? Nee, ne? Hast du dein Tool da? Das ist in der Tat mir schon passiert auf einer Schießbahn. So, ich habe die jetzt ein bisschen verbeult. Mach das nicht mit jeder Waffe. Ich zeige das jetzt hier nur mal für ein Extrem. So, die ist jetzt mal richtig fest. So. Wichtig ist, ich werde wahrscheinlich sie so nicht mehr rauskriegen, weil ich sie verbeult habe. Um die Waffe zu schonen, Schulterstütze ganz rein. Dann
Kopf weg von der Mündung, hier entriegeln und dann könnt ihr die auswerfen. Geht auch sehr leicht. Obwohl der Boden jetzt hier weicher ist als Beton, habt ihr gesehen, es wird trotzdem gehen. Mhm. Und die hätte ich niemals so bei der Hand rausziehen können. Und dann, wenn ich so gearbeitet habe, mit 1, 2, 3 fertig laden und weiter schießen. Okay. Gut, dann haben wir es auch. Super. Gut. Eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar was ganz Minimales tatsächlich. Eine kleine Hilfe zur Störungsproduzierung vom Double Feed. Du erinnerst dich an dein Zepter. Genau. Man bringe uns das Zepter, bitte. Gut, dann kannst du fertig laden. Okay, jetzt als kleine Erfolgskontrolle. Ich werde jetzt irgendwie in den Störer einbauen, höchstwahrscheinlich ins Stovepipe, was auch immer passieren wird. Du schießt die Anzahl der Schüsse, die ich dir kommandiere und identifizierst deine Störung, was auch immer, arbeitest die ab und das ist die Abschlussübung. Fragen? Nein. Stand by. Aufs Ziel. 4. Verschluss erst nach hinten. Erst Verschluss nach hinten. Dann rausziehen. Auswerfen. Schließen, treffen. Und treffen. Gut. Okay. Was denkst du? Ja, hätten wir schöner machen können. Ja, aber du hast eine Störung beseitigt. Hätten wir jetzt mit der Stoppuhr gearbeitet, war das immer noch nicht langsam. Es war nicht ruckelfrei, aber du hast gesehen, es ist möglich. Wir waren ganz knapp an einer Sicherheitsaktion vorbei. Ne? Du hast abgekrümmt, der Hahn war vorne. Ne? Das heißt, nicht die Hülse rausziehen wie beim G36, sondern Verschluss nach hinten, damit nichts passieren kann. Mhm. Wenn du jetzt Munition immer verwendest, mit wirklich einer, so wie Dienstzündhütchen, also wirklich harte Zündhütchen, wird da auch nichts passieren. Aber schießt du immer mit der gleichen Munition? Nein. Ja. Also geh auf Nummer sicher. Sicherheit ist in diesem Falle Verschluss hinten arretieren, rauswerfen, auskippen, schließen, treffen. Okay. Gut. Entladen, Sicherheit herstellen. Das war unser Beitrag zur Störungsbeseitigung. Rosi, vielen Dank dafür, dass du es auch so ausführlich gemacht hast, auch Störungen mit reingenommen hast, die jetzt vielleicht nicht so häufig vorkommen, aber eben auch vorkommen können. Ich denke, man hat es ganz gut gesehen. Wenn ihr Interesse am Ausbilderstick habt, den gibt es für 34,99 exklusiv jetzt bei uns zu kaufen. Ich denke, das ist ein fairer Preis für einen Ausbilderstick. Ansonsten könnt ihr natürlich einfach einen Besen aus dem Baumarkt nehmen, wenn ihr möchtet. Auch wenn der Rosi mich jetzt schlagen wird, aber nein, Schmarrn. Gibt es natürlich nicht, aber ist ein tolles Hilfsmittel, um eben einfach sich nochmal die Störungserstellung einfacher zu machen. Nicht die Beseitigung, aber die Erstellung. Genau. Genau. Und du hast ja eben auch schon gesagt, so schön das Stovepipe hinzubekommen mit diesem Ausbilderstick, das ist selten. Gut. Da bin ich ein bisschen stolz drauf jetzt. Ja. Oder du? Nö, stolz nicht, aber schön, wenn es funktioniert. Ja, sehr gut, cool. Ja, falls ihr noch Fragen habt dazu, in die Kommentare. Wir werden am Ende der kompletten Serie euch alle Fragen beantworten in einem Interview, wie wir auch immer das gestalten. Das wissen wir noch nicht genau, aber das werden wir auf jeden Fall tun. Ansonsten in die Videobeschreibung reinschauen. Da findet ihr all unsere Sponsoren, die diese Serie hier möglich machen. Unterstützt auch diese. Und ansonsten haben wir dann als nächstes für euch die Advanced Techniques. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Kombination Pistole, Rifle und noch so ein paar kleine Specials, Schmankerls, werden wir sehen. Geht auf jeden Fall spannend weiter. Wir sind noch nicht am Ende. In diesem Sinne. Nein, ich hätte auch noch was. Oh, sag an. Nochmal, wenn wir über die Handhabung sprechen, denkt immer dran, Sicherheit geht vor alles. Lasst euch Zeit, denkt einmal nach, identifizieren. Sichert die Waffe, nimmt den Finger vom Abzug, wenn ihr arbeitet. Das sind auch viele unbeabsichtigte Schussabgaben, weil wir das nicht einhalten. Check. Haltet die Sicherheitsregeln immer ein und dann können wir auch sicher auf der Schießbahn arbeiten. Check, alles klar. Gut. Gute Ergänzung. Ja, gut, aber jetzt wirklich, bis dann, macht's gut, bye bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 5-11 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Rear, Special Brands, Helikontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium.